Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder einmal Wolfgang Eberts, der Mann mit den Blumenhartriegeln aus Baden-Baden. Diesmal lasse ich Sie teilnehmen an einer wahren Sensation. Denn es ist endlich gelungen, einen Ersatz für die kranke Cornus florida rubra zu finden. Jetzt haben wir einen Cornus, einen Blumenhartriegel, chinesischer Abstammung überwiegend. Er kommt allerdings aus den USA, von der Rutgers University, wo auch Cornus venus herkommt. Der Cornus mit den riesigen Blüten. Dass es in relativ kurzer Zeit möglich gewesen wäre, eine pinkfarbene, widerstandsfähige Sorte zu züchten, das verdanken wir Dr. Tom Molnar, dem Nachfolger von Professor Orden, der sich einen Namen gemacht hat über die Venus, Cornus venus. Scarlet Fire hat ein fuchsienfarbige Bakterie und hat einen als Pflanze einen mehr aufrechten Wuchs. Sie verträgt später auch mal einen Rückschnitt. Sie eignet sich, weil sie etwas schmäler bleibt, durchaus auch für kleinere Gärten. Sie blüht um den 20. Mai herum, also eigentlich etwas nach der Venus. Und sie blüht dann gut 3 bis 4 Wochen lang. Wir können uns alle darauf freuen, auf diese tolle Neuheit. Sie wird ab Herbst nächsten Jahres verfügbar sein. Sie können jetzt schon mal eine kleine Ecke in Ihrem Garten vorsehen. Ein Platz, der sonnig bis halbschattig sein sollte. Die Bodenansprüche sind wie bei allen Blumenhartriegeln. Sie bevorzugen einen leicht sauren Boden, aber das kann man ja durch die Zugabe von etwas Rhododendron-Erde leicht schaffen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und dann freuen Sie sich auf eine tolle Pflanzenneuheit. Danke.